Ja, hallo, ich bin gerade eben auf Chios, eine Insel, die ist ungefähr 5 Meilen entfernt von der türkischen Grenze und bin hier in dem Camp, im Refugee Camp Vial. Vial ist für 1000 Flüchtlinge ausgerichtet. Es leben aber 3000 hier. Ja. Die verbleibenden 2000 leben entweder auf ganz engem Raum mit den anderen Flüchtlingen hier in Containern oder, wo es dann überhaupt keinen Platz mehr hat und aus allen Nähten bricht, hat man dann einfach diese Zeltstätte hier eingerichtet. Manche halten eben den starken Regenfall nicht aus, der hier immer wieder wütet und dann fallen die Zelte halt zusammen. Ja. Das ist jetzt heute, nur die letzten Tage war es sehr trocken hier gewesen. Was wir hier sehen, das ist vielleicht ganz interessant. Hier sehen wir Wasserflaschen, die alle unten am unteren Ende braun sind, also fast angeschmolzen sind. Ja. Das sind Wasserflaschen, die benutzt man, um sie über dem offenen Feuer warm zu machen. Die Plastikflaschen werden über dem offenen Feuer warm gemacht. Ja. Man soll es nicht glauben. Und dann wird es benutzt, dieses Wasser, um sich zu duschen, weil die Duschanlagen hier auf Vial sind leider schon längere Zeit, ich kann nicht sagen, ob das Wochen und Tage sind, aber ich glaube, sind Wochen schon nicht mehr in Betrieb und werden auch nicht repariert. Ich muss immer wieder dazu sagen, wir sind jetzt hier in Europa und nicht in Afrika. Wir sind auch nicht in Miramar hier, wir sind in Europa. Und das sind diese Zustände, die wir hier haben, die angeblich also rechtsmäßig sind. Wir wissen, Refugees haben Rechte. Die haben ein Recht auf angemessenes Wohnen, Ausbildung. Die dürfen lernen, die dürfen auf die Schule gehen, die müssen ernährt werden. Ja? Und all das findet so in dem Sinne überhaupt nicht statt. Das wird also komplett ignoriert. Und das habe ich gehört von einem Lehrer hier, der eigentlich kein Lehrer ist. Der Mann, der ist Iraker und Zivilingenieur und hat sich zur Aufgabe gemacht, Kinder hier im Camp die englische Sprache zu lernen, weil er das ganz wichtig findet. Ich habe ihn gefragt, was ihn motiviert, das zu machen. Er ist ja kein Lehrer, kein Offizieller. Er hat leider die gesamte Familie, seine Frau und all seine Kinder im Krieg verloren. Und deshalb will er allen Kindern, die um ihn herum leben, einfach eine bessere Zukunft geben, einen besseren Start geben. Ich muss aufpassen, nicht ausrutsche. Ja. Wir gehen jetzt also ganz offiziell rein hier in ein Zelt. Das dient natürlich auch als Unterkunft für ihn. Niemand weiß, dass er unterrichtet, also niemand Offizielles. Und dann gehen wir hier rein und dann schauen wir hier gerade eben. Und dann lernt er gerade eben hier Englisch. Ich muss aufpassen, ich möchte die Gesichter nicht unbedingt zeigen, weil einfach aus Respekt. Versuchen wir die Gesichter nicht zu zeigen. Und dieser Mann hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, diesen jungen Leuten hier die englische Sprache zu reden. Von Arabisch auf Englisch übersetzt er hier. So, das ist so das Equipment, das er hat in seiner Box hier. Ein paar Bleistifte hat er hier. Ja, ein paar Blogs. Und das besorgt er alles von seinem eigenen Geld. Das sind jetzt keine Organisationen, die ihm das Geld geben. Das macht er selber. Ja. So, dann gehen wir weiter. Ja, müssen wir aufpassen, dass wir nicht ausrutschen. So, aufpassen. Und dann sehen wir hier jetzt wie zum Beispiel, ja, das ist die Küche hier auch. Hier wird dann gesessen, hier ist ein Feuer. Hier ist ein Feuer, wird da gemacht. Und man versucht hier einfach das Essen, was man bekommt, etwas aufzuwerten. Das Essen selber hat also ernährungstechnisch natürlich überhaupt keine Werte. Das sind Kartoffeln, das zu Tode gekochtes Chicken vielleicht hin und wieder. Ein paar Erbsen sind da. Da gibt es also keinen Salat, es gibt keine Vitamine, wie man das nennt. Das ist einfach eine Masse, die man einnimmt, um den Bauch voll zu haben. Was ich jetzt hier zeige, ist kein außergewöhnliches Exempel, das gibt es hier überall im Prinzip. Gut, das war's jetzt vorläufig. Ich melde mich wieder. Tschüss.